Meins, 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 meins. Da kommt schon wieder welche. Da kommt ein Knochen-Nachschub. Nachschub. Alter, bist du der Partier, Alter? Ah, oh, schon wieder ein Stück Rüstung kaputt. Alter, geh raus aus unserem Holz. Der hat den Typen geschlagen, Alter. Der hat den Typen geschlagen. Oh, mir zieht sich auch zu, André. Boah. Ja, boah, zieht sich auch gerade richtig zu. Boah. Oh, sehr schön. Ja, du kleine Bitch. Komm aufs Feuer. Brenn. 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 Nur mit einem echten Big Band Feuerzeug brennt ihr Feuer auch gut. Ohne ein Feuerzeug dieser Marke wird ihr Feuer niemals so heiß wie das Feuer bei uns. Ja, so ungefähr. Unser Feuer brennt 20% heißer als alle anderen Feuer. Unser Licht. Unser Feuerzeug spendet so viel Licht, sie brauchen nie wieder eine Taschenlampe. Ja. Und es ist egal, ob es stürmt oder schneit, regnet oder was auch immer, dahin kommt zwei angeschlatschend. In hier, die Richtung. Es wird immer brennen. Das Beweis, hier ist es. Es ist ein endloses Feuerzeug, das niemals leer geht. Alter, geht tot hier. Ich habe irgendwo noch einen gehört. Gehört habe ich auch. Wir müssen langsam was bauen, sonst kommen die Mutantos. Stimmt. Uns kommen bald die X-Men und die wollen uns fertig machen. Boah, da kommt schon wieder einer. Was eine Nacht. Oh ja, die brennt. Haha, brenn. Brenn. Kleine Sau, brenn. Alter. Ist doch schon fast tot, ne? Dafür kann ich aber noch ganz schön gut ausweichen, dafür, dass die ganze Körperverbrennung hat hier. Ja. Die sind auf der Insel echt harte Säcke. Ich brauche noch ein paar Knochis. Echt mal, da sind schon wieder welche. Okay, als nächstes baue ich wieder Close. Sonst hat sich bald, ausgerüstet. Wollen wir ein Nickerchen machen? Nee. Hey, Nachschub doch weg. War ich inzwischen bei ihm. Aber wir müssen dann bald los. Ich brauch Clothes. Muss jetzt schlafen oder nicht? Oh ja. Jetzt auch Nein sagen können. Wäre auch gut gewesen. Es ist bestimmt so spät gewesen, dass ich jetzt gleich schon. Wow. Wow. Wow, einmal schlafen gereicht. Ja, nur an der. Mal heute hier. Ja, dann müssen wir ja was Effektiveres bauen. Aber was? Jetzt darfst du aussuchen. Trink, trink, Asterix, trink. David nach. Was hat der David vor? Der David sieht aus, als hätte er irgendwas vor. Er plant etwas. Ich reise ihm nach. Er baut etwas oder auch nicht.
Du schaffst das, David. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Du kannst es schaffen. Glaub an dich. Setze es. Setze es. Oh. Warum falle ich hier durch? 99. Ja, 99. Warte. 98. Die Rolls haben wir hier gar nicht in der Nähe. Nee, dann wollen wir Schlitten nehmen und losziehen. Zwei Schlitten, nein. Und dann zwei Schlitten bauen. Beide voll machen. Weg! Weg! Oh, der David fährt mit dem Schlitten voraus. Dann rüste ich schon mal die Axt aus. Oh, baust du noch einen? Okay, dann fäll ich schon mal Holz. Okay, wir müssen Stöcker finden. Stöcker, wir brauchen mehr Stöcker. Mehr Stöcker braucht das Land. Baum! Ach, Dusch. Werden wir es eines Tages schaffen, die ganze Insel baumlos zu machen? Das kriegen wir hin. Olli, komm her, wir müssen die Insel baumlos kriegen. Ja, Olli braucht nichts machen außer Holz sammeln. Ja. Kann außer Holz sammeln. Das schafft er auch, wenn er behindert ist. Also, das meine ich jetzt nicht im behinderten Sinne, sondern er ist behindert, weil er verletzt. Ach, egal. Interpretiert so, wie er es wollte, ist eh egal, was ich sage. Die ist krank, sagen wir so. Meine Schulter ist kaputt. Ollis Kopf ist kaputt. Ja auch. Und Ollis Fuß ist kaputt. Drei Stöcker noch. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich die. Bums. Habe fertig. Das ist das gut. Hallo, oh. Epix Gaming TV. Da gibt gleich Gewitter. Hallo, Epix Gaming TV. Ja, na, schönen Abend. Schon im Steam Sale geschaut. Da müssen wir auch gleich rein, ne? Vielleicht finden wir ja schon heute ein Angebot, was uns interessiert. Ein Spiel haben wir ja im Auge, ne? Ein Spiel haben wir. Ah, ja, aber eins haben wir ganz besonders im Auge. Ja, das ist, ja, weil du gesagt hast, oh, mach. Na? Hä? Da haben wir gesagt, warten wir bis zum Steam. Dann haben wir bei so vielen Spielen gesagt. Trotzdem die geholt. Payday 2 wollte uns auch schon sein. Aber Payday ist, haben wir doch jetzt Payday 2. Ja, aber nur bis zum 4. Juli. Ja. Reicht um mal zu spielen und zu urteilen, ob es überhaupt lohnt für uns. Oder? Ja, das stimmt. Wir haben aber nächste Wochenende wieder einen Open End Stream, dann. Ach. Machen wir vielleicht mal nicht die ganze Zeit Imperium. Dann können wir vielleicht auch mal Payday einschieben. Ups. Hey! Alter! Was, Alter? Sag nicht immer Alter zu mir, Junge. Thomas hat mich angelacht. Da ist sie. Hey. Ja, die möchte ich doch nur einladen. Also auf deine Raumstation möchte sie mit dir. Raumstation, die habe ich doch schon. Die sag ich doch, die möchte mit dir auf deine Raumstation. Hat mich 100.000 Euro gekostet. Was? Eine Raumstation für 100, so unrealistisch. Ja, aber die kostet aber auch dann aber 6.000 Euro, ne? Miete im Monat. Ja, aber ein bisschen billig, ne? Keine Raumstation, keine Asteroid. Achso, ein ganzer Asteroid gleich. Nein, ist nur eine Raumstation. Mit einer fetten Villa drauf. Ja? Letzte Folge ist glaube ich schon online sogar. Muss man... Achtung, wir werden überfallen. Stech dich ab! Oh, scheiße, ich werd angegriffen! Was? Ich höre ja noch einen. Da hinten kommt er. Alter.
Gib mir deine CDs. Du hast bestimmt einen guten Film dabei. Da hinten liegen noch Fernsehsitze rum. Ich möchte den gucken. Bam, 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 schneide ich dem Holz weg. Ich hänge. Ja, das hast du ja öfters. Oh, ich hänge. Das hast du ja öfters. Wir haben uns hier eine ganz blöde Stelle ausgesucht, weißt du das eigentlich? Du wolltest hier, ich wollte weiterziehen ans Meer. Du sagst, ich wollte nee, weiterziehen. Hier ist Wasser, hier können wir bleiben, hast du gesagt. Aber hier haben wir Fisch, wir haben hier Krokodile in der Nähe. Was wir haben ja nicht alles an, dieses hier. Ja, was denn jetzt? Wir brauchen hier nur nochmal ein bisschen eine Schildkröte. Ja, am besten zwei. Am besten vier. Ja, okay. Sollen wir hin und her laufen? Wir können ja immer nur einen Schildkrötenpanzer halt dran, das ist ja. Ja, ne? Ehrlich. Ein Schildkrötenpanzer eigentlich auf den Rücken, ne? Wie so ein Ninja-Turtle und einen in der Hand. Könnten wir zwei tragen. Ich hab glaube ich nicht wirklich bei dir trinken. Ich muss wirklich trinken. Du bist am Lenken. Du ja, bist ein das kann sein. Roboter. Ich hab gesagt, ich hab kein Trinken mehr. Ich muss wirklich gleich Dreckswasser trinken. Du musst auch gleich Dreckswasser trinken. Ja, beide Dreckswasser, okay. Nein, ich trinke nur Dreckswasser. Und Dreckswasser, ich muss gleich Dreckswasser trinken. Speer, den wir haben alles gemacht. Drei Knochen und den acht Speer, drei Knochen und zwei Stoff waren das, glaube ich, ne? Ja. Aber erstmal muss man so einen Stock finden. Ja, man muss. Die stecken meistens im Teich, so mitten im Wasser. Genau, so einen schwachen Speer, Weak Spear heißt. Relativ einfach zu finden. Oh, ich fühle mich nicht wohl dabei, den Baum zu fällen. André, hinter dir ist einer und wartet da, ne? Hinter dir. Ja, vielleicht wollte hinter dir ist auch noch einer. Der schleicht sich da gerade an. Leguan! Alter, der klettert den Baum hoch! Leguan, oder? Ah, ja, Leguan ist den Baum hochgeklettert. Ja, nee, ist klar. Mal, was rauchst du eigentlich? Alter, schlag zu hier, du Blöder! Pass auf, hinter dir! Ja, ich kümmere mich um den vor mir. Die rollt hier die ganze Zeit. Bist du hier bei Dark Souls oder was? Ja, Dark Souls für harte. Ja, echt, die können die Dauer rollen. Zu viel Ausdauer hat sie. Stimmt, Cheater. Ich habe letztens ein Dark Souls Video gesehen. Wurde gesagt, ja. dass die Bossgegner in Dark Souls zu schwach sind. Ja, sind sie auch. Da ist einer reingegangen in den Bosskampf, einmal abgerollt, als der Gegner angegriffen hat, und dann ist der Gegner an eine Kante runtergefallen. Geht so einfach, die Bosse. Ja, klar. Aber wahrscheinlich nur Glück, weil sie ab, der Gegner schlägt. Für manche mag es ja leicht sein, ist doch schön. Andere brauchen länger, andere nicht. Ja, natürlich, wenn die Leute natürlich nach Bugs suchen. Natürlich doof, dass der Gegner mal runterfallen kann, ne, bei Dark Souls. Baum! Baum! Komm, vielleicht treffe ich den damit. Ah, ne, ganz knapp. Ich hab gesehen, wie einer Dark Souls mit den Füßen. Was, du hast Dark Souls mit den Füßen gesehen? Ja, einen, ich hab gesehen. Hier ist schon wieder einer. Ja, ich hab schon gesagt. Dance, Dance. Das sind ganz viele von den Biestern, ey. Ah, Alter, lasst uns doch mal in Ruhe. Bist du von den ganzen Leichen hier angezogen? Kann das sein? Naja, sind halt Kannibalen, ne? Ah, dass sie das riechen. Also, die haben alle Axt drauf. Unwiderstehlich. Ja, Axt. Nicht? Ist der hier eine voll? Einer ist voll, den anderen ist gefallen. Das kostet 3 für 24,99 André. Welches Fallout ja billiger? Fallout 4. Ha? Ha?
Aha, hat ja nicht letztens noch gesagt, Just Cause 3 ist nichts? Oder war das Kim? Ja, stimmt. Irgendeiner von den beiden hat das gesagt. Ich glaube, eher Kim war das. Und Just Cause 3 wollte ich mir auch holen. Ich bin immer noch wie Fallout 4. Ich will Fallout 4 haben. Beide voll, André. Just Cause 3 ist ein schönes, ordentliches Futter gebaut. Haben wir konnte. Hm? Das ist doch nur haben wir Gronkh, das ist ein Grundsprecher. Was, Gronkh hat das Gefühl gar nicht gesehen. Grundsprecher, oder war nicht? Ja, keine Ahnung, ich habe aber wie gesagt gar nichts davon angesehen. Ich kenne halt, kenn halt die anderen Teile. Man kann halt ja immer irgendwo gelesen haben. Weiß jetzt auch nicht, was Gronkh ist ein Grundsprecher. Ja doch, ich glaube ja, ich glaube das war irgendwas, der spricht glaube ich den General oder so, der mir die Verstärkung ruft. Wenn ich kann nicht trinken, und Schildkröten, wir dringend Schildkröten. So, ich habe jetzt mein letztes Getränk getrunken. Immer noch 54 Bäume. Und für Schildkröten müssen wir den Fluss wieder zurück. Danke, Epix Gaming. Das ist ein Gronkh, spricht den komischen Typen, der mir die Verstärkung ruft. Ich wusste irgendwas, hatte ich gelesen. Ja, ich meine, irgendwie sowas hat er auch gehört. Hier kann ich hier draus trinken. Bist du denn? Ich bin ein bisschen den Berg hochgegangen. Schimpf, kann man hier Wasser schöpfen? Hier geht auch nicht. Wenn man hier trinken kann, kann man bestimmt auch Wasser schöpfen. Kann man wenn nicht. Man hier nicht trinken kann. Da irgendwo noch ein Teich? Ne? Ja, wie gesagt, da müssen wir den Fluss wieder hoch. Komm zurück. War doch ein Teich, da wo wir den Speer rausgeholt hatten. Aber da müssen wir doch wieder dahin hier zurück. Hier oben ist er. Ja, hier. Ja, hier ist doch der Speer. Ja, und hier können wir auch trinken. Wasser holen und trinken. Guck mal, hier können wir Wasser holen, sehr schön. Ja. Jetzt können wir noch Fische holen. Na, wir haben doch alles hier in der Nähe. Wir vielleicht ein bisschen mehr am den kleinen Wasserloch bauen können. Brauchen nur noch so ein Lagerfeuer, mit dem man auch. Kleines Pitfire war das soll. Ja, das mit den Steinen auf jeden Fall. Was mit dem Gammelfleisch, das kann ich nicht aufhängen. Hinter dir. Ich bin gerade dabei, ein kleines. Was ist denn das Feuer? Frau ohne Haare, eine Frau ohne Haare! Da hinten. Ja, ich hab Wasser draufgestellt. Ja, das ist doch schon mal gut. Ja. Holz holen. Was willst du Holz holen? Die ist geschlossen. Die ist geschlossen, weil die auf meinem PC läuft. Ja.